Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit dem 50. Teil der Barlo-Spielserie. Ich wollte, bevor ich gleich mal losgehe und versuche, die Story weiterzubringen, ich weiß gar nicht, wie lange das wohl dauern wird, bis ich mal komplett durch bin, noch einmal ganz kurz zu den Crafting-Mats, die man wohl noch immer finden kann. Die haben einen erhöhten Verkaufspreis, also 50.000 Gold pro Stück von diesen Crafting-Materialien, mit denen man ansonsten jetzt nicht mehr viel Sinnvolles oder, um nicht zu sagen, nichts Sinnvolles mehr machen kann. Also, falls ihr die findet, dann nehmt sie mit und vertickt sie, falls ihr das Gold braucht, an den Vendor. So, wir widmen uns dem Rest, dem weiteren Teil der Story, während ich zudem ein wenig über die Fragen und Antworten. Wir werden aber zumindest bald den ersten Teil der Story durchhaben, also den ersten Akt der Story durchhaben. Von Vinzwitz. Hey Barlo, was hältst du von Games, die mit einem RPG-Maker gemacht wurden? Würdest du solche nur wegen ihrer Story zocken oder steht Gameplay und Grafik bei dir im Vordergrund? PS, die Mock-Sets sind nach Level geordnet. Sinnlos, aber so ist es halt. Okay. Erstmal gut zu wissen mit den Transmog-Sets. Ich habe noch nie ein Game gespielt, das mit einem RPG-Maker gemacht wurde. Wenn ich spiele, dann ist mir die Grafik zwar nicht völlig egal, aber sie spielt keine wirklich große Rolle. Also ich habe wirklich schon auch Spiele, eine Menge Spiele mit selbst für den entsprechenden Zeitpunkt schlechter. Oh. Ich will die ganze Zeit Frösche auf die Tür casten, nur um festzustellen, dass die Tür geöffnet werden muss. Ich habe also auch Spiele gespielt mit einer sehr, sehr unterdurchschnittlichen Grafik. Das Gameplay muss stimmen. Keine Ahnung, ob es Spiele gibt, die mit RPG-Makern gemacht sind oder die mit. Ich weiß nicht, ist es der RPG? Ist das ein Name, ein Markenname oder ist es tatsächlich nur eine Bezeichnung für ein Construction Kit für RPGs? Auf jeden Fall habe ich noch nie welche gespielt, die damit gemacht wurden. Und ich weiß nicht. Es klingt nicht so, als wäre es etwas, das wirklich viel Spaß machen würde zu spielen, aber ich mag mich da täuschen. Wenn das Gameplay stimmt, wäre es zumindest mal einen Blick wert. So, da geht es weiter. Ich muss mir echt, ich sag's jedes Mal aufs Neue, eigentlich muss ich mir echt immer verkneifen, die ganzen weißen Monster zu killen, aber auf der anderen Seite, ach mein Gott, so schlimm ist auch nicht. Ach, da oben war der Eingang. Hey Balu, ich habe eine Frage bei den Handschuhen für den Witch Doctor. Keine Ahnung, ob es die auch für andere Klassen gibt. Wo man, jetzt muss ich das wiederfinden, weil ich auf die Map geguckt habe. Ach so, die bewirken, dass man einen EP-Bonus durch Multikills an Monstern bekommt. Es Gold regnet, Geld regnet. Ist die Höhe des Multikills entscheidend, wie viel Gold droppt, oder ist das egal? Das ist egal. Das sind keine Witch Doctor spezifischen Handschuhe. Die Gladiator Gauntlets sind das, die Gladiator-Panzerhandschuhe. Wird man in vielen, vielen Fällen, also als Pet Witch Doctor trägt man die sowieso meistens nicht, wenn man Tasca und Feo hat. Und ich glaube, mit vielen, vielen anderen Klassen gibt es auch bessere. Aber nein, leider ist die Höhe des Multikills nicht entscheidend dafür, wie viel Gold man bekommt. Aber ich weiß gar nicht, ob da nicht mittlerweile tatsächlich ganz, ganz schön nette Summen bei rumkommen können, seit die ganzen Bonus-Gold-Werte, die es gibt, auf multiplikativ statt additiv geändert wurden. In der Beta war es halt teilweise immer so, dass da echt nette Summen bei rumkommen konnten. Und es gibt ja noch mehr Items, die Goldboni geben. Es gibt zum Beispiel noch XP für Gold auf, oh, frag mich nicht, ich glaube Armschienen sind's. Und jetzt muss ich wieder gucken, wie ich da reinkomme zu dem Ding. Hat immer so ein bisschen was von diesen kleinen Labyrinthen, die man ausmalen muss. So.
Und da haben wir ihn zusammen, den Wärter. Frage zum steigenden Schaden. Zum Steigern des Schadens beim WD. Begleitern zum Beispiel Hunde, der ungeglückte Skills mit psychischem Schaden macht. Ja, gern gemachter Fehler. Physischer Schaden, ja. Mit tollwütige Hunde Giftschaden. Liegt der Skills Giftschaden in der Leiste? Was muss ich steigern? Physischen oder giftigen Schadensbonus, um den größten Schadensbonus zu erhalten? Ja, das kommt natürlich auf an, welche Sorte von Dings du verwendest, ne? Also, wenn du Gift verwendest und den Schaden des Hundes oder der Hunde steigern willst, dann bringt es dir natürlich nichts, physischen Schaden zu erhöhen. Aber allgemein versucht man zumindest oft, Schadensarten zu nehmen, die sich auch in den restlichen Schadensarten widerspiegeln. Geht nicht immer. Aber in meinem Fall zum Beispiel macht mein Hund physischen Schaden und die Fetische machen auch physischen Schaden und die machen den Großteil meines Gesamtschadens. Die Frösche wiederum machen, glaube ich, Gift, wenn ich es richtig sehe. Ja. Die Frösche machen Gift. Zu WoW. WOD. Der Affliction Warlock wäre perfekt für mich. Wäre er das? Vielleicht muss ich ihn mal testen. Ich meine, man kann sich natürlich mit schrottigem Equipment, aber man kann sich alle möglichen Premates in der Beta von WOD machen. Und, da muss ich vielleicht tatsächlich mal den Warlock testen. Den habe ich Ewigkeiten nicht mehr probiert. Aber es gibt so ein paar Klassen, die mir irgendwie gar nicht mehr gefallen. Also ich habe mir nur mal kurz den Frostmage angeguckt. Und das irgendwie diese ständige hier versuchen, Fingers of Frost zu procken und da zu procken und hier mit proc... Also so proc-Gameplay gefällt mir überhaupt nicht. Die Crafting Mats hatten erhöhte Verkaufspreise, da bin ich eben, also das habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Ach so, du hast vergessen oder du hast nicht darauf geachtet, dass die erhöhte Verkaufspreise hatten und hast die weggeschmissen oder was? Autsch. Hey Balu, ich habe eine Frage. Ne, die Frage hatten wir schon. Das ist nämlich die Frage mit den Gladiator-Panzerhandschuhen. Und das wäre auch die letzte Frage gewesen. Was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Frage, die ich noch nicht gesehen oder nicht gelesen hatte. Und da ist der... Da ist der Butcher, dann machen wir doch den Butcher und wir haben die letzte Frage. Hey Balu, was arbeitet ihr eigentlich neben Supergames TV oder steckt hinter dem Namen mehr? Wir machen schon ziemlich viel für Supergames TV, aber ansonsten arbeiten wir frei und dann hängt es immer davon ab, was für Aufträge du halt gerade hast. Grundsätzlich alles Mögliche, also... Grundsätzlich mal vereinfacht gesagt, alles Mögliche im Bereich... ich hätte mal den Garg auch rufen können. Im Bereich Medien und Games. So, das ist mal die ganz vereinfachte Variante. Und den Jochen könnt ihr zum Beispiel auch gelegentlich beim NDR hören. Auch bei Enjoy. Jetzt gehe ich noch kurz Tyrael finden. Und einen kleinen Schluck Kaffee trinken. Kommt her, lasst euch umhauen. Hört auf, den Mann zu quälen. Und dann sind wir an der Stelle fertig mit dem ersten Akt. Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
sage, ich freue mich immer noch über Fragen und Kommentare unter dem Video. Und natürlich über jedes Like oder ein Abo, falls ihr das Video noch nicht abonniert habt. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.